Die Ausbeute bei Delfinfuhrwerk oder Dolphinfuhrwerk, keine Ahnung, wie man sie ausspricht, hätten wir einmal das Raketenset Fireball von Pyro Queen. Ist ein Raketenset, reines Raketenset mit vielen verschiedenen Raketen. Effekte stehen jetzt leider nicht drauf. Die Gesamtmenge von dem Set ist allerdings gewaltig mit 331 Gramm. Auch wieder zum Beweis CE, F2. Die NEM der großen Raketen. Irgendwo auf den Dingern steht es auch drauf. Mal zur Seite. Irgendwo stand es gestern. Hier die kleinen, wenn man es lesen kann, haben 11,9 Gramm. Die etwas größeren, hier, wenn man es lesen kann, 27. Ne. Wird nicht scharf. Ja. Erkennt man nicht, hat 27. Die großen müssten 30 bis 40 Gramm haben, hat er mir gesagt. Auch wieder total überdimensionierte Hülsen wie bei uns im Aldi oder im Lidl. Was soll's. Eine Anstecklunte gab es noch gratis dazu. Noch nie benutzt sowas. Mal schauen, ob es was taugt. Und dann haben wir zweimal die Loud and Clear Shockwave. Und zwar ist es dieser Lutbatterie, die damals von Vulkan bei Röder vorgeschossen wurde, mit diesen extremen Salutschlägen, die dann bei uns ja so leider nicht auf den Markt kamen, sondern ein anderer Cake. Das ist jetzt angeblich der Originale mit 36 Schuss, einer NEM von 198 Gramm. Das hat, glaube ich, entsprochen 5,5, ich weiß es nicht mehr. 5,5 Gramm pro Schuss ungefähr. Hat auch wieder als Beweis CE, F2. Ich bin wirklich gespannt, ob es die richtige ist. Er hat mir gesagt, das wäre die Salut-Batterie. Ich denke auch, das hat er die richtige Bezeichnung. Effekt steht leider nirgends drauf. Ja. Ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, dass es die richtige ist. Und als Gratisartikel gab es dort nicht viel, habe aber immerhin dreimal Dolphin-Fuhrwerk Kugelschreiber bekommen. Sehr nett. Fragen hilft immer, merkt's euch. Springt immer irgendwas raus.